Willkommen zurück bei Let's Play Zelda The Minage Cap Part Nummer 13. Wie auch immer, war damit beschäftigt, mich hier durch die Mine vorzubewegen. Und hier ist ein lange Schiene. Da sind noch mehr Schienen. Werde ich diesen Schienen mal folgen, mal sehen, wo sie mich hinbringen. Lass dich vernichten, rotes Knubbel. Geht doch. Okay. Ich mag, kann das nicht leiden, wenn die mir im Weg stehen. Okay, da ist eine Tür. Schienen, 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 Schienen. Oh, die sind aber ganz schön lang. Wo führen sie mich denn hin? Müsst ihr jetzt hier aufkreuzen? Nimm das. Oh, oder das. Oder, ey. Renn doch nicht die ganze Zeit in mich rein, ja. Damit haben sich die Menschen in der Mine fortbewegt. Vielleicht sollten wir einfach mal einsteigen. Wie? Was denn? Hast du etwa Angst? Ach nein, das glaube ich nicht. Da gibt es doch nichts zu fürchten. Hopp, los geht's. Hetz mich nicht, Ethan, okay? Ui, das war lustig. Ein Double-Angriff. Hier ist eine verschlossene Tür. Das bringt mich nicht sehr weit. Also sollte ich vielleicht mal in die Lore einsteigen. Oh yeah! Mein Gott, was war das denn? Was war das denn? Ezelo denkt genau dasselbe wie ich. Das da eben. Kind, was guckst du so zufrieden? Menschenfahrzeuge sind einfach nichts für mich, dann laufe ich lieber selbst. Ja, laufen vor allen Dingen. Laufen. Ezelo und laufen. Der hat noch nicht mal Beine. Ich werde hier wieder als Gehobjekt missbraucht. Naja, egal, was soll's. Passt schon. Mein Gott, diese Lore, nein, ich wollte nicht wieder zurückfahren. Das ist ja voll das Todeswerkzeug. Hui. Aber irgendwie ist es auch wieder spaßig. Irgendwie auch wieder gefährlich. Schauen wir mal, wo wir hier langkommen. Du störst, geh weg. Ach egal, dann schmeiß ich dich eben nicht ab. Dann warte ich, bis du da weg bist. Okay, da kommt man nicht durch. Aber hier kann man was freispringen. Kaboom! Way! Hier sind noch mehr von diesen maskierten. Das gibt's doch gar nicht. So. Wollen wir mal schauen? Ich versteck mich mal so lange. Nimm das. Nimm das. Oder das. Oder das. Ups, falsche Richtung. Oh yeah! Na sowas, hier ist ein Portal verborgen. Wenn ich dich schrumpfen lassen soll, stell dich darauf und drücke R. Okay. Yay! Hier sind wir... Was? Schuldies! Gefährliche Schuldies. Okay, da komme ich nicht lang. Da ist ein Loch. Loch ein Loch und hält doch. Wow. Wie viele kleine Türchen hier. Da kann ich was freisprengen. Das hebe ich, das daran erinnere ich mich mal für später. Oh, hier bin ich hergekommen. Wo bin ich denn jetzt? Okay.
Treppe komme ich nicht runter, dafür bin ich jetzt klein. Ah ja, aber ich kann hier runterspringen. Hui! Ach du je. Erstmal wieder groß machen hier. Hui! Hier sieht's voll scheiße aus. Alles voller Lava. Zitat Monkey Island Parodie von Mario's Art. Also wenn den jemand kennt, vielleicht kennt ihn ja jemand von euch, dann wisst ihr, was ich jetzt gerade mit gemeint habe. Ich wollte es jetzt einfach mal spontan aussprechen. Und nehme hier ein bisschen Schleichwerbung nach. Nein, die Schleichwerbung war eigentlich irgendwie so ein bisschen unbeabsichtigt. Aber ich muss das einfach mal erwähnen, weil das ist mir gerade mal zu dieser Lava hier angefallen. Da oben war eine Kiste. Ich muss jetzt mal öffnen. Steh mir nicht im Weg rum. Hui, eine Dungeon-Karte erhalten. Betrachte die Karte. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt, zeigt an, wo du dich gerade befindest. Wähle ein Stockwerk aus, drücke das Steuerkreuz. Jo. Ist mir bekannt. Jo. Achso, apropos mit vergessen und so. Ich darf, wenn ich hier durch diesen Dungeon durch bin, darf ich nicht vergessen, nochmal zum Gongolwerk zurückzukehren. Weil ich dann nämlich was vergessen habe. Das ist nicht sonderlich wichtig, aber es verhilft mir dazu, dass ich mehr Bomben tragen kann. Also ich bekomme eine größere Bombentasche, aber dafür muss ich halt nochmal zurückgehen. Auch das geht jetzt natürlich schlecht, weil ich jetzt hier in dem neuen Dungeon bin. Aber ich werde darauf zurückkommen. Also diese Gelegenheit der größeren Bombentasche werde ich mir nicht entgehen lassen. Die Steine lösen sich auf. Glücksfragment! Noch eins. Ich habe ja nicht schon so viele. Oha, das sieht heiß aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Also noch lebe ich ja, also so ist man nicht. Mein Gott, diese Steine sind ja lebensgefährlich. Und die bewegt sich hier hin und her auch. Ich sollte vorher schon absteigen. Ups. Ich hab mir den Hintern verbrannt. Shit. Und jetzt roffe ich erstmal ein bisschen durchs Feuer, weil ich nichts zu tun habe. Na toll! Jetzt habe ich die alle in die Lava befördert. Das heißt, ich darf jetzt nochmal zurückgehen. Das ist natürlich sehr gut. Ah. Doll, jetzt ist der Stein wieder weg. So, lieber von da einsteigen, da ist die Gefahr nicht so groß, dass ich in der Lava lande. So, einmal zurück. Und einmal wieder hier lang. So, dann sind diese komischen, ich nenne sie jetzt einfach mal Kellerasseln, wieder da. Da sind sie ja. Otia. Nimm jetzt hier. Genauso wollte ich das haben. Jetzt komme ich auch an die Kiste ran. Großer grüner Rubin. Also Rubine kann ich immer gebrauchen. Ich kann zwar keinen mehr tragen, aber ist okay. Macht doch nichts. Und ich hab mich verbrannt. So. Genau so wollte ich das haben. Dann komme ich hier nämlich durch. Hier ist ein Loch. Wofür kann das gut sein? Ah, ich kann mir schon sowas denken. Erstmal muss ich hier rüberfliegen. Hui, ich bin schon ewig nicht mehr geflogen. Was für ein Spaß. Noch einmal rüber. Ich glaube, ich muss da hinten in die Ecke.
Flieg ein paar Zentimeter über der Lava. Ich hab's geschafft. Ich lebe. Auf den Knopf drücken. Tür ist offen. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich... Ha! Ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Und ich habe auch schon so eine Idee, was in was für eine Tür da reinpassen könnte. Ich muss diese Tür nur wiederfinden. Tja, ich weiß gar nicht mehr so gut. Ich weiß gar nicht mehr so. Oh, lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Könnt ihr mich nicht hier einmal hier in Ruhe lassen? Genau hier. Öffne die Tür. Wie, geht die jetzt nicht auf oder was? Okay. Geht doch. Kann ich jetzt hier eine Weiche umlegen? Mal gucken, was das gebracht hat. Ich schau mal. Das heißt, ich kann jetzt da oben lang fahren. Dann muss ich das jetzt mal gleich ausprobieren. Todesfahrt! Bam! Das hat gezogen. Und ich komme da jetzt natürlich irgendwie nicht mehr durch. Auch gut. Muss ich hier weitergehen? Hilfe! Aua! Oh mein Gott. Irgendwie ist diese Lore umgedreht. Na, das ist natürlich sehr gut. Uah. Mich doch mal in Ruhe hier. So, jetzt habe ich wieder mehr Energie. Spring hier mal die Wand frei. Ich komme doch an das Herz heran. Yay, das Herzteil ist mir sicher. Whee. Ja, ich weiß. So, weiter geht's. Ich glaube, ich muss jetzt da runterspringen. Scheiße! Aus dem Weg! Ey, das ist voll unfair! So viele gegen einen! Das ist ungerecht! So kann man die natürlich auch vernichten. Yeah, ich hab's geschafft. Und eine Kiste hat sich mir offenbart. Was ist drin? Wirbelstab erhalten. Er dreht Dinge um und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Cool. Das ist ja jetzt praktisch.
Oha. Also hier sieht's gefährlich aus. Ups. Ja, das war dumm. So. Ja. Über diesen Lavastrom hier bewege ich mich im nächsten Part fort. Also Leute, bis dann.